oder zeigt uns immer mehr Details zur Weltregierung. Wir haben gesehen, dass die Weltregierung nicht nur die CP-Einheiten als Streitmacht hat, sondern jetzt auch noch die Holy Knights, die direkt unter den Gorosei stehen. Sie sollen wohl extrem stark sein. Ihr Anführer, Sand Garling Figgerland, sorgt für extremen Hype rund um Shanks und natürlich rund um God Valley. Wir haben gesehen, dass die fünf Weisen auch als Kriegsgötter bezeichnet werden, was so viel heißt wie einen der fünf Weisen zu besiegen, ist so wie als wenn du gegen eine ganze Streitmacht ankämpfst. Das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Sie verwandeln sich auch in mysteriöse Kreaturen, genauso auch ihr Anführer Imu-sama. Die Spandam-Thematik, dass also Imu kein Kämpfer ist damit weg von der Bildfläche. Imu ist enorm stark. Mit nur einem Distanzangriff hat er fast Sabo getötet. Und Sabo ist nun mal einer der heftigsten One Piece Charaktere. Er ist der Schüler von Dragon und auf keinen Fall vergleichbar mit Ruffy, Law oder Kid. Er ist um einiges voraus, wenn es um Haki und Erfahrung geht. Wenn doch die fünf Weisen und Imu-sama so stark sind, warum muss sich Imu dann vor der Welt verstecken? Wir werden heute darüber reden, was Imus Ziel ist, was die fünf Weisen für eine Rolle in der Story einnehmen werden, inwiefern Imu und Joy Boy miteinander zu tun hatten und was seit 800 Jahren in der Welt von One Piece geschehen ist. Es wird also ziemlich interessant, bleibt bis zum Ende dran, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu One Piece zu verpassen. Als Sabo begann, Ivankov und Monkey D. Dragon alles zu erzählen über die Reverie, war das erste große Thema natürlich die Holy Knights. Wir haben die Reaktion von Monkey D. Dragon ganz klar sehen können. Der Mann hatte eine verschwitzte Stirn und wusste ganz genau, was das heißt. Das heißt, der finale Krieg wird beginnen. Woher kennt der Anführer der Revolutionsarmee Dragon denn die Holy Knights? Es gibt immer noch einige Uneinstimmigkeiten in Ruffys Familie. Viele vermuten, dass Dragon in Wahrheit nicht der Sohn von Garp ist. Das Ganze klingt jetzt etwas schockierend, aber in der Story wurde noch nie gesagt, dass Dragon der Sohn von Garp ist. Es wurde nur gesagt, dass Dragon der Vater von Ruffy ist. Garp ist der Opa von Ruffy, aber es könnte sein, dass zum Beispiel Garp von Ruffys Mutterseite kommt. Somit wäre Dragon nicht der Sohn von Garp. Es wird vermutet, dass Rocksteady Sabek der wahre Vater von Dragon ist. Das wäre schon ziemlich krass, wenn man genauer hinschaut und mal den God Valley Vorfall Revue passieren lässt. Er ist 38 Jahre her und da war Dragon 17 Jahre alt. So alt wie Ruffy, wo er seine Reise begann. Es würde also passen, dass dann Dragon zu diesem Zeitpunkt auch eine wichtige Rolle in der Rocks Piratenbande hatte, als er Sohn von dem Kapitän. Er konnte also mitkämpfen und hat da bestimmt die Holy Knights sehen können. Das würde erklären, warum er von diesem Bescheid weiß, weil Sand Garling Figgerland ist nun mal der König von God Valley gewesen und es ist zu vermuten, dass nicht nur er dort war, sondern auch einige andere Holy Knights und ich denke, viele sind der Meinung, dass die Holy Knights nicht nur erst seit dem God Valley Vorfall existieren, sondern viel länger, nur dass halt die Mitglieder immer wieder gewechselt werden. Die ganze Sache hat aber einen kleinen Haken. Ich habe für euch extra mal nachgeschaut, wie es bei der Familienbildung in One Piece genau abläuft. Ich habe das Beispiel Kozuki Oden und Amazuki Toki genommen. Wir haben gesehen, dass Toki den Namen von Oden angenommen hat und von nun an Kozuki Toki hieß. Und ich denke mir, wenn zum Beispiel Ruffys Mutter die Tochter von Garp ist, der ja Monkey D. Garp heißt und mit Dragon heiratet, der Rocks D. Dragon heißen würde, dann müsste ja eigentlich Ruffys Mutter auch den Namen Rocks tragen. Somit würde dann auch Ruffy Rocks D. Ruffy heißen und nicht Monkey D. Ruffy. Wenn wir also alles, was im Manga erwähnt wurde, als Fakten bezeichnen, dann müsste Dragon wirklich der Sohn von Garp sein. Aber da wir wissen, dass One Piece ab und zu einige Dinge umändert, bis dann die Wahrheit enthüllt wird, kann es dennoch sein, dass zum Beispiel Dragon damals von Garp in Schutz genommen wurde und sein Name geändert wurde, weil er ja noch 17 Jahre alt war. Er ist halt noch ein Kind. Also kann es sein, dass zum Beispiel Goldie Roger Shanks gerettet hat und Garp Dragon gerettet hat bei diesem Vorfall. Aber das ist schon ziemlich spekulativ. Wie gesagt, 17 Jahre sind schon eine Nummer. Ruffy mit 17 Jahren wurde auch sehr brutal behandelt von der Marine, von jedem Gegner, den er hatte. Deshalb kann man kein Mitleid erwarten von jemandem wie Garp,
der gegen die Rocks-Piratenbande kämpft. Nachdem wir diese Möglichkeit auch durchgegangen sind, können wir jetzt zu 99% sagen, dass Dragons Vater Monkey D. Garb ist. Es wäre schon ziemlich crazy, wenn am Ende wirklich rauskommt, dass Dragon der Sohn von Rocks D. Sebek ist. Ich meine, bei Ruffy erwarten wir schon sehr viele Plot-Twists in Zukunft. Wir haben gesehen, seine Teufelsfrucht ist eine ganz andere. Wir haben gesehen, seine Verbindung zu Joy Boy ist wirklich da. Er ist Roger ähnlich und wenn dann noch so was kommt, dass er auch mit Rocks D. Sebek zu schaffen hat, das wäre ein bisschen übertrieben und würde auch die Besonderheit von Ruffy ein bisschen nehmen. Dann wäre er der besonderste Mensch, den es gibt in One Piece und ich denke, dass das ein bisschen zu viel wäre. Also gehen wir jetzt mal die Route, dass Dragon der Sohn von Monkey D. Garb ist. Dem Held der Marine im God Valley Vorfall wurde er zum Held der Marine ernannt. Er tat sich mit Roger zusammen und jetzt kann man auch sagen, dass Dragon auch an der Seite von Garb gekämpft hat. Denn Garb hat natürlich Dragon dazu motiviert, zur Marine zu gehen. Und bis er 17 Jahre alt war, sollte er definitiv noch bei der Marine sein. Und dort hat er, denke ich, dann auch Roger kennengelernt und auch die Holy Knights gesehen in Aktion. Das ist die realistischste Erklärung, woher Dragon denn die Holy Knights kennt. Er war nämlich im God Valley Vorfall dabei, hat bei der Marine gekämpft und Roger war zu dem Zeitpunkt sein Verbündeter. Mit dem God Valley Vorfall kam auch der Sinneswandel von Dragon. Es ist krass zu sehen, dass einfach mal Garb mit einem Piraten zusammenarbeitet, um die Tenryubito zu beschützen, die eigentlich nur Leid und Elend verbreiten, um eine starke Piratenbande zu besiegen, welche von Rocks D. Sebek angeführt wird, der der König der Welt werden will, der von Dingen spricht, die geheim sind, die im Hintergrund ablaufen, Sachen, die nur er weiß und kein anderer. Ich denke, Sebek hat da einige Dinge ausgeplaudert im Kampf, die auch Garling, Roger, Garb und Dragon gehört haben. Sie haben darüber geredet, dass jemand über allen steht, ohne sich zu zeigen. Dieser jemand ist Imu. Und Sebek wusste von seiner Existenz. Er wusste, dass der leere Thron von Pangea nicht leer ist, sondern jemand auf diesem Thron sitzt. Als dann jeder davon hörte, versuchten natürlich die Angehörigen der Weltregierung das Ganze runterzureden, so zu tun, als wäre das nicht wahr. Aber die Worte von Sebek blieben im Kopf. Es kam der Zeitpunkt, wo Dragon die Marine verließ und wir haben gesehen, dass er vor 22 Jahren nach dem Ohara-Vorfall sich nach Ohara begab, denn er hatte anscheinend sehr viel Kontakt zu diesen Archäologen, die dort über die Poneglyphe geforscht haben. Ist ja auch normal. Er will eine Revolution starten, muss dann aber erst erfahren, was genau vorgefallen ist vor hunderten Jahren. Wie es dazu kam, dass jemand über allen steht und so ein System sich über die Welt verbreitet, wo jeder gehorchen muss und wenn er nicht gehorcht, wird er ausgelöscht. Er wollte natürlich alles wissen. Vegapunk war zu diesem Zeitpunkt auch auf Ohara, er war zu dem Zeitpunkt schon Teil der Weltregierung und Dragon hat ihn deshalb verachtet. Aber Vegapunk hat gesagt, die Forschungsgelder und all die Dinge, die ihn die Weltregierung ermöglichen, führen dazu, dass er in anderer Art und Weise die Revolution unterstützen kann. Und diese Art und Weise werden wir eventuell in Zukunft sehen, wenn Vegapunk dann auch wirklich die Seiten wechselt und seine Asse im Ärmel zeigt. Ob es nun Pazifister sind, die er extra falsch programmiert hat für die Weltregierung, oder die Seraphim, die nur ihm gehorchen. Ich bin gespannt, was es bei Vegapunk sein wird. Jedenfalls erfahren wir, dass Vegapunk auch Dr. Kleeblatt kannte. Zudem hatte Vegapunk zu dem Zeitpunkt noch einen riesigen Schädel und hatte sich nicht in 6 verschiedene Punks aufgeteilt. Man konnte in diesem Gespräch erkennen, wie sauer Dragon ist, wegen diesem Ohara-Vorfall. Ich denke, es sollte klar sein, dass Nico Robin nicht aus Zufall irgendwie zu den Revolutionären gelang und dort Informationen preisgeben konnte rund um die Poneglyphe und das verlorene Jahrhundert. Ich denke, wir alle wissen, dass das Schicksal ist und dass eine Verbindung zwischen Robin und Dragon wirklich existiert, ist sehr gut möglich, denn Nico Olvia, die Mutter von Robin, es war ja so, dass Robin nicht mal wusste, dass das wirklich ihre Mutter ist, war ja viel unterwegs, um Poneglyphe zu finden, um Informationen zu sammeln und während ihrer Reise
gewesen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie eine nähere Bindung zu Dragon aufgebaut hat. Ob jetzt Dragon wirklich der Vater von Robin ist oder nicht, bleibt jetzt mal Spekulation für euch. Aber ich fände es gar nicht mal so unrealistisch. Zumindest würde es die Reaktion von Dragon erklären, warum er so traurig war über diesen Ohara-Vorfall. Ich meine, Lulusia wurde auch ausgelöscht und er reagiert nicht mal ansatzweise so. Vor ungefähr 20 Jahren wurde Roger in Logtown hingerichtet. Piraten aus aller Welt waren da, Neulinge, Zivilisten und Roger hat ein Feuer entfacht, indem er gesagt hat, dass er das One Piece irgendwo versteckt hat und es jeder finden kann. Wir wissen, das große Piratenzeitalter begann, aber jemand war dort, der nicht zum Piraten wurde, und zwar ist die Rede von Monkey D. Dragon. Er suchte nicht nach dem One Piece. Ist das ein Zufall oder hat ihm Roger schon im Voraus gesagt, was das One Piece ist? Wir haben ja gesehen, Roger war ein Jahr lang unterwegs ohne seine Crew und in diesem einem Jahr hätte er die Zeit gehabt, sich mit der Revolutionsarmee zu beschäftigen, die gerade erst neu gegründet wurde von Monkey D. Dragon. Es ist interessant, damals kämpften sie im God Valley Vorfall Seite an Seite, jetzt gründet Dragon die Revolutionsarmee und bekommt sogar ein Jahr lang in gewisser Weise Unterstützung von Roger. Es kann sogar so weit gehen, dass man sagt, dass zum Beispiel Podcast die Rouge, die Frau von Roger, damals von Dragon befreit wurde und sie vorher eine Sklavin war von der Weltregierung. Wir haben gesehen, was für mächtige Waffen die Weltregierung hat und der direkte Kontrahent von der Weltregierung ist nun mal die Revolutionsarmee und sie brauchen auch etwas, was sie abhebt von den anderen. Natürlich ihre Kommandanten und ihr Feuerkaiser Sabo sind da schon eine richtige Hausnummer, sie haben einfach mal so die Reverie aufgemischt, aber da fehlt noch einiges, um eine richtige Armee zu sein, die auch der Weltregierung gefährlich werden kann. Und das, was fehlt, ist, denke ich, klar für uns, denn wenn Roger wirklich mit Dragon Zeit verbracht hat, dann denke ich, dass Dragon von diesem riesigen Ei Bescheid weiß und weiß, dass dieses Ei schlüpfen wird, wenn der finale Krieg beginnt oder wenn dieses Ei den bestimmten Trigger bekommt. Wenn die richtige Person vor diesem Ei steht, wird dieses Ei schlüpfen und in diesem Ei ist eine mächtige Waffe. Es ist höchstwahrscheinlich Uranus, weil Uranus über den Himmel herrschen wird und Dragons Name sagt es, Freunde, es wird höchstwahrscheinlich sowas sein wie ein Drache, den wir dann in Aktion sehen, der im Finale dann wirklich für ordentlich Krawall sorgt und auch nochmal die Macht von der Revolutionsarmee uns demonstriert, warum Dragon so lange gegen die Weltregierung ankämpfen konnte. Viele freuen sich auf das Wiedersehen zwischen Ruffy und Shanks. Doch um ehrlich zu sein, wird eines viel spannender, und zwar wenn Ruffy endlich seinen Vater Dragon trifft. Es wurde schon einige Mal in der Story angedeutet, dass auch Dragon Ruffy treffen will, erst recht nach dem Vorfall auf Enies Lobby, wo sich Ruffy wirklich gegen die komplette Weltregierung gestellt hat, eines der drei Säulen zerstört hat. Wir haben ja gesehen, die drei wichtigsten Säulen der Weltregierung, der Marine, waren Enies Lobby, Impel Down und Marineford. Was ist passiert? Ruffy hat Enies Lobby komplett den Erdboden gleich gemacht, dann ist er von Impel Down ausgebrochen, hat dort Krawall gemacht und im Endeffekt dann auch noch Marineford komplett blamiert, indem er seinen Bruder Ace vom Schafott retten konnte. Das Treffen zwischen Ruffy und Dragon wird deshalb so interessant, weil Dragon jetzt mittlerweile gemerkt haben sollte, dass Ruffy sehr viel Potenzial birgt und eine sehr interessante Teufelsfrucht hat, die ihn an Sonnengott Nika erinnert. Ich denke, dass Dragon die ganze Zeit wusste, dass Ruffy diese Frucht gegessen hat, auch wenn er mit Shanks kein so gutes Verhältnis haben sollte, weil Dragon eher die brutale Variante ist. Also ich sehe Dragon als jemanden, der wirklich die Tenryobito auslöschen will. Also das Übertriebene tun will, um die Welt zu befreien. Und Shanks ist ja ein Tenryobito und hat nicht nur Verständnis mit den Zielen von Roger, sondern auch Verständnis mit seiner eigenen Familie. Wir haben es ja an Sanji gesehen, er ist jemand, der seine eigene Familie eigentlich verabscheut, aber immer noch mit ihnen Mitleid hatte. Deshalb ist das Verhältnis zwischen Shanks und Dragon nicht das Beste. Es sollte klar sein, dass Ruffy am Ende der Anführer der Revolutionsarmee sein wird, weil Ruffy die Person ist, die eine Lösung findet, mit der keiner rechnet. Wenn du ein Problem hast, löse es so wie Ruffy, Freunde. Ruffy würde die Tenryobito nicht alle auslöschen. Er würde einen Mittelweg finden, mit dem keiner, nicht Shanks, nicht Dragon gerechnet hat und jeder würde sich darüber kaputt lachen, wie Ruffy dieses jahrelange Problem gelöst hat. Apropos lang.
kommen wir jetzt zu den 800 Jahren, in denen sich Dinge abgespielt haben, die nicht direkt ins Auge stechen, aber gravierend waren. Wir haben erfahren, dass am Ende des verlorenen Jahrhunderts die Weltregierung gegründet wurde aus 20 Königreichen, die sich zusammengetan haben. Die 20 Könige und ihre Familien entschlossen sich, ins heilige Land Meri-Joa zu ziehen, außer eine Familie, und zwar die Nefertari-Familie, welche quasi über Alabaster herrscht. In der Gegenwart bekommen wir ein Gespräch mit zwischen dem König der Weltregierung Imu und Nefertari Cobra, den amtierenden Herrscher von Alabaster. Dabei kommt das Thema D zur Ansprache und Imu sagt, dass die Ds ihre Feinde waren, ihre alten Feinde, gegen die sie sich bekriegt haben. Es kommt dabei raus, dass die Nefertari-Familie auch ein D im Namen hat. Und zwar fand König Cobra einen Brief von Lilly, wo sie mit ihrem ganzen Namen unterzeichnet hat und dort stand Nefertari Di Lilly. Obwohl die Dis die Feinde der Weltregierung sind, hat einfach mal eine Familie, die zu den Gründern gehört, ein D im Namen. Was hat das zu bedeuten? Warum hat die Nefertari-Familie dort mitgemacht? Das Ganze ist zurückzuführen auf geschichtliche Ereignisse. Denn wir erfahren in One Piece Kapitel 1086, dass die Familie von Imu wirklich vor 20 Jahren existiert hat und dass Imu ein König war, der zu den Gründern gehört, und zwar Saint Imu vom Hause Nerona. Das ist eine klare Anspielung an Kaiser Nero, der als schlechter Herrscher bekannt war. Er wurde vom Volk gehasst, weil er für sehr viel Leid verantwortlich war. Dennoch hat er weiter geherrscht. Es ist so, dass das mit Joy Boy einhergeht. Joy Boy ist genauso wie Ruffy. Er lässt den Dingen freien Lauf und stellt keine festen Regeln auf. Das hat sich dann natürlich auch wiedergespiegelt darin, dass es viel Unordnung gab in Joy Boys Königreichen. Kaiser Nero gab sich als ein guter Herrscher aus. Genauso hat es auch Imu getan und wollte die Menschen davon überzeugen, dass er es besser als Joy Boy kann, dass er besser regieren kann als Joy Boy, der ja fast gar nicht regiert. Aus diesem Grund schlossen sich ihn 20 Königreiche an. Genauso denke ich auch, dass das der Grund ist, warum Lilly anfangs Imu unterstützt hat, bis sie dann sah, dass die Versprechen von Imu nicht eingehalten wurden, dass er quasi eine Oberschicht gründete und diese Oberschicht profitierte von dem System, aber die Unterschicht hat darunter zu leiden. Und das gefiel natürlich Lilly nicht und sie sehnte sich nach dem alten System von Joy Boy. Sie ist dafür verantwortlich, warum die Pornoglyphe in der Welt von One Piece verteilt werden. Wir wissen ja, dass Alabaster eine sehr starke Verbindung zu der antiken Waffe Pluton hat und die antike Waffe Pluton ist aktuell unter Wano Kuni, dem Ort, wo die Pornoglyphe erschaffen wurden, und das kann natürlich nur möglich sein, weil Königin Lilly das so wollte. Sie hat Pluton dorthin gebracht. Sie hat dafür gesorgt, dass Pluton die Pornoglyphe auf der Welt verteilt. Durch Pluton wurden die Pornoglyphe überall hingestreut. Und am Ende wurde Pluton dann halt in Wano Kuni versiegelt, indem die Mauern errichtet wurden und keiner wirklich Zugang nach Wano Kuni hatte. Da sie nach dieser Aktion gesucht wurde, gründete sie das Königreich Amazon Lilly, wo nur Frauen leben können, und starb dort an der Krankheit, die wir auch im Amazon Lilly Arc gesehen haben, und zwar der Liebeskrankheit, der auch Boa Hancock unterlag, weil sie sich in Joy Boy, aber auch in Imu verliebt hatte und beide hintergangen. Am Ende des verlorenen Jahrhunderts hatte die Weltregierung 20 Königreiche unter sich stehen, also weit entfernt von der Macht, die sie heute besitzen, denn aktuell haben sie über 170 Mitgliedstaaten und sind somit die größte Organisation in der Welt. Das wird extra erwähnt, weil es gibt natürlich auch andere Organisationen in der Welt, die bestimmt auch der Weltregierung nachimitieren. Diese Organisationen haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt oder sie waren nicht groß genug und werden vielleicht auch in der Story niemals thematisiert. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal den Vorgang an, wie die Weltregierung mit der Zeit immer mehr Mitgliedstaaten sammelte. Er musste natürlich den Willen von diesen Mitgliedstaaten brechen. Denn was heißt es denn, wenn du für die Weltregierung dich entscheidest? Du musst den himmlischen Tribut bezahlen, das ist sowas wie Steuern, die du an die Weltregierung zahlst, damit diese dein Land beschützt. Es wurde gleichzeitig auch die Marine gegründet, die jetzt aktuell die Streitmacht ist, die am stärksten ist in der Welt. Und diese Marine
Ukraine untersteht halt der Weltregierung. Und wenn man die Steuern zahlt, dann werden natürlich die Soldaten bezahlt in der Marine, die Waffen werden gekauft und somit kann man dann halt auch mit Schutz rechnen, wenn Piraten dein Land angreifen sollten. Aber damit werden auch die Tenryubito bezahlt. Für sie wird Essen geholt, für sie werden Sklaven geholt. Also zwei Seiten der Medaille sind hier auf jeden Fall vorhanden. Innerhalb dieser 800 Jahre gab es einige Kriege, um diese Königreiche in die eigenen Reihen aufzunehmen und sie dazu zu zwingen, diesen himmlischen Tribut zu bezahlen. Natürlich gab es innerhalb dieser 800 Jahre auch immer wieder Vorkommnisse, wie auch heute, dass jemand sich gegenüber der Weltregierung auflehnt. Imo hat es selber gesagt, wir haben immer noch Charaktere, die einen D-Namen haben, die aber nur ein leichtes Echo geben. Sie wissen nicht mal, was das D heißt. Also heißt es, dass Imo mit solchen Dingen schon öfter konfrontiert wurde und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und abwartet. Er hat bestimmt solche Probleme schon mal erlebt. Und ich denke, es sollte offensichtlich sein, dass Shiraoshi seit den 800 Jahren nicht die einzige Poseidon ist und dass Pluton und Uranus auch permanent weiter existierten oder auch zugänglich waren innerhalb dieser 800 Jahre. Weil wie komisch wäre es, wenn man 800 Jahre warten muss, bis man dann erst die Prophezeiung erfüllen kann. Es gab natürlich schon einige Anläufe dafür, dass Joy Boy diese Welt rettet. Joy Boy ist natürlich öfter wieder zurückgekehrt und wir haben bestimmt Kämpfe zwischen ihm und der Weltregierung gesehen. Früher war es natürlich einfacher für Joy Boy, die Weltregierung komplett fertig zu machen und die Welt wieder zu befreien. Warum war es einfacher? Damals hatte die Weltregierung weniger Königreiche an ihrer Seite. Damals hatte die Weltregierung keine so starke Wissenschaft auf ihrer Seite wie heute mit Vegapunk. Wir haben die Waffe gesehen von Imo. Freunde, sie hat einfach mit einem Kreuz einfach mal so ein Land ausgelöscht. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Also so eine Waffe hatte Imu höchstwahrscheinlich vor 800 Jahren nicht oder vor 700 Jahren. Also der vorherige Joyboy hatte es definitiv leichter als der aktuelle Ruffy. Und ich denke mal, diese wurden aber besiegt von niemand geringeren als den Gorosei. Ich denke, die Gorosei spielen hier eine wichtige Rolle, weil Imu Mary Joa nicht verlassen durfte. Wir haben gesehen, ein Schwert fehlt am Thron Pangea. Es kann sein, dass dieses Schwert von der Nefertari-Familie war oder aber auch von der Nerona-Familie. Und dieses Schwert, was fehlt, könnte halt das Schwert sein, was Imu genutzt hat, um die Steckbriefe von Ruffy und Blackbeard und auch von Shiraoshi das Bild zu zerschneiden. Warum haben es Ruffys Vorgänger nicht geschafft, Imu-sama vom Thron zu stürzen? Das Ganze ist ziemlich einfach zu erklären. Wir haben bei Ruffy gesehen, wie viel Hilfe vonnöten war, damit er überhaupt erst so weit kommt wie jetzt. Und er ist immer noch nicht mal ansatzweise in der Lage dazu, die Weltregierung zu stürzen oder zu besiegen. Es ist natürlich so, dass es aktuell viel schwieriger ist. Die Anfänge, wo Joyboy die ersten Male zurückgekehrt ist, sollte es doch einfacher sein. Die Nika-Frucht ist essentiell wichtig dafür, dass die Reinkarnation von Joyboy, also Joyboys Rückkehr, zum Erfolg kommt, dass er Imu besiegen kann. Imu ist halt für sich genommen schon enorm stark. Wir haben gesehen, Sabo one-shotten. Wie soll denn da einer kommen, der so eine Macht aufhalten kann? Zudem hat natürlich auch Imu seine Streitmacht immer weiter ausgebaut, in Form von Marine, CP-Einheiten und natürlich ganz wichtig, die Gorosei und Holy Knights. Die Gorosei sind sehr, sehr heftige Krieger. Also jeder von ihnen ist so stark wie eine gesamte Armee. Sie werden Kriegsgötter genannt und jeder von ihnen sollte definitiv in der Lage dazu sein, eine Reinkarnation von Joy Boy fertig zu machen. Und wenn er dann auch noch nicht die Nika-Frucht hat, dann ist er komplett in dem Gelände. Wir haben dennoch natürlich einige Vorgänger von Ruffy, wie zum Beispiel der legendäre Samurai Ryuma, der definitiv mit Joy Boy irgendwie eine Verbindung hatte. Ich denke, er war sogar zu dem Zeitpunkt ein Joy Boy, hat ja Wano Kuni komplett gerettet. Also er hat ja jeden ferngehalten davon. Bis heute haben die Menschen immer noch Angst, Wano Kuni zu betreten, wegen der Stärke von Ryuma, die sich über die Welt breit gemacht hat. Jeder weiß, der Mann, der war extrem stark. Wir haben definitiv Einflüsse der vorherigen Joy Boys in der Story mitbekommen. Wie gesagt, gerade eben Ryuma, der Wano Kuni freigehalten hat für seine Nachfolger. Wir wissen, dass nur die fünf Weisen mit Imu-sama reden dürfen und nur sie kennen höchstwahrscheinlich Imu-sama innerhalb der Weltregierung. Vielleicht St. Garling, Figaland auch, aber ich bezweifle das. Um einer der fünf Weisen zu werden, muss man natürlich etwas Großartiges vollbringen. Ich denke, es ist nicht so schwer zu erkennen, was es war. Ich denke, es war der Fakt, dass jeder von ihnen einen Vorgänger von Ruffy besiegt hat.
dass zum Beispiel der Mann, der Nasujuro heißt, der ja so aussieht wie einer, der damals in Wano Kuni gelebt hat, dass er damals Ryuma besiegt hat. Wir konnten in der Story von One Piece beobachten, wie sich Ruffy eine Crew aufgebaut hat. Genauso können wir auch, wenn der Flashback kommt, rund um das verlorene Jahrhundert und was in den 800 Jahren passiert ist, können wir auch beobachten, wie sich Imu seine Crew aufgebaut hat. Ich denke, dass die vertrautesten Leute von Imu innerhalb des verlorenen Jahrhunderts im Krieg gegen Joy Boy gestorben sind, aber dass ihre Seelen in Früchte gefangen gehalten werden, sodass Imu jetzt die fünf Weisen gründen konnte während dieser 800 Jahre und ihnen dann die Früchte gegeben hat von seinen vertrautesten Männern, die im verlorenen Jahrhundert gelebt haben. Wir haben ja erfahren, dass die Teufelsfrüchte einen besonderen Hintergrund haben, zum Beispiel die Sonnengott Nika-Frucht. Sonnengott Nika war damals wirklich eine Person, die existiert hat. Ohne die Teufelsfrucht zu essen, gab es diese Form in der realen Welt. Und nachdem dieser Sonnengott Nika gestorben ist, der ja Joy Boy war, wurde seine Seele in eine Frucht extrahiert und somit lebte er weiter. Aber nur, wenn jemand diese Frucht aß und sie erwecken konnte. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Imu halt die Route gegangen ist und gesehen hat, okay, die Männer, die haben es geschafft, unter mir, unter der Weltregierung Joy Boys Nachfolger zu besiegen. Ich nehme ihn in meine Reihen rein und gebe ihm eine Teufelsfrucht, die damals einem meiner besten Kompanen gehörte, denn sie sind stark genug, um diese Frucht zu erwecken. Das heißt, dass Imu durch sie dann mit seinen alten Kollegen immer noch in gewisser Weise verbunden war und die treuesten Männer auf seiner Seite hatte. Jetzt merkt man einige Dinge, wenn man sich das Verhalten der Gorosei anschaut, gegenüber Imu-sama, die etwas komisch sind. Wir fangen mal damit an, dass Jupiter nicht alles erzählt bekommen hat. Er scheint ja der Jüngste der Gorosei zu sein und er wusste zum Beispiel während des Wano Kuni-Arcs nicht davon Bescheid, dass sowas wie Tsunisha existiert. Oder er wusste auch nichts von der Nika-Frucht. Er war etwas im Dunkeln und man merkte, dass die anderen Gorosei viel mehr wussten als er. Das heißt, dass er höchstwahrscheinlich der Letzte war, der zum Gorosei befördert wurde und deshalb circa erst seit 200-300 Jahren lebt und die anderen Gorosei viel länger. In One Piece Kapitel 1086 sehen wir, dass die Gorosei die Entscheidung von Imu, dass Lulusia zerstört wird, etwas kritisch betrachten. Schaut man sich ihre Augen an, ist die Schattierung so, als wären sie unzufrieden. Das wird jeder merken, der One Piece schon länger liest, dass die Gorosei hier das Ganze eigentlich nicht tun wollen, weil da sind unschuldige Menschen, die Imu auslöscht, nur wegen der Theorie, dass Sabo nach Lulusia reist, weil Lulusia am nächsten ist, damit er dort verarztet werden kann. Also die Gorosei bezweifeln hier, dass Imu-sama recht hat mit dieser Entscheidung, aber müssen es dennoch ausführen. Die fünf Weisen wurden uns vorgestellt als Personen, die untereinander beraten und auch richtige Entscheidungen treffen. Jetzt ist hier Imu, der sehr gefährliche Entscheidungen trifft und die Gorosei wollen diese Entscheidungen eigentlich nicht befolgen, aber sind dazu gezwungen, es zu tun, weil sie sonst den Zorn von Imu zu spüren bekommen. Sie gehen mit Imu so weit mit, wie nur möglich, um die Welt vor der richtigen Gefahr zu beschützen. Vielleicht sind die Gorosei sogar der Grund, warum Imu nicht ihre volle Macht über die Welt ergehen lässt. Imu könnte ja direkt anfangen, jedes Land, das nicht gehorcht, anzugreifen mit den Gorosei zusammen und das würde bedeuten, dass die Weltregierung nur durch Gewalt an ihre Ziele rankommt und keiner sich freiwillig der Weltregierung anschließt. Jetzt sind wir hier wieder beim Thema Joy Boy Imu. Es ist ganz einfach, Freunde. Ich habe es jetzt gerade gesagt, freiwillig anschließen. Imu ist ein schlechter Herrscher, angelehnt an Kaiser Nero. Imu schafft es nicht, Verbündete zu gewinnen ohne Kriege. Joy Boy, unser Ruffy, schafft es ohne Kriege, einfach mal so viele Verbündete zu sammeln. Er rettet quasi Menschen vor Kriegen, er rettet Sklaven, er rettet ganze Länder, die sich dann Ruffy freiwillig anschließen. Diese Fähigkeit besitzt Imu nicht und das ist der Grund, warum Imu von den Gorosei verdeckt gehalten wird. Während der Reverie haben wir eine bestimmte Szene gesehen, die mir im Kopf geblieben ist und die essentiell wichtig ist für diese große Theorie hier, damit wir auch verstehen, in was für einer Lage sich Imu befindet, Freunde. Und zwar
die Szene, wo Stelly vor dem leeren Thron steht und gesagt wird, dass er dort nicht drauf sitzen kann, aber Stelly will unbedingt diesen Thron. Obwohl Stellys Königreich mit der Weltregierung kooperiert, ist immer noch er daran interessiert, auf diesem leeren Thron zu sitzen. Das heißt, niemand in der Weltregierung ist wirklich treu gegenüber der Weltregierung. Bei Ruffy sieht das Ganze anders aus. Ruffys Verbündete sind 1 Million% hinter Ruffy und stehen hinter ihm so gut es geht und sind nicht hinter seinem Platz hinterher. Also ein Zorro zum Beispiel will nicht der Kapitän der Strohpiratenbande werden. Ein Bartolomeo will auch nicht der Kapitän der Strohpiratenbande werden. Oder ein Cavendish ist auch nicht hinter Ruffys Strohhut her. Das sind alles Leute, die treu sind gegenüber Ruffy. In der Reverie war der Einfluss von Ruffy deutlich zu spüren in Form von der Fischmenscheninsel oder Dressrosa, Alabaster, das Drumkönigreich, alte Gegner von Ruffy wie Warpol, Sai, Leo. Es gab einiges an Radau in der Reverie und das alles ist zurückzuführen auf Ruffy. Also Ruffy hat da deutlich Eindruck hinterlassen, dass die Könige immer noch treu sind gegenüber Ruffy, dass die Personen wirklich Ruffy und Ruffys Verbündete beschützen. Ich meine, als Shiraoshi angegriffen wurde, Sai und Leo haben alles getan, obwohl Ruffy nicht mal dort war. Ruffy hat es ihnen nicht mal befohlen. Sie sind treu gegenüber Ruffy, egal wo und wann. Bei Imu kann man nicht von Treue sprechen. Ich habe nicht gesehen, dass ein König dort war, der der Weltregierung wirklich komplett unterworfen war und alles tat, genauso wie die Weltregierung es will. Die Könige dort haben sich vor den Tenryobitos gefürchtet. Es war da eine generell sehr komische Stimmung. Es war so, als würden sich die Leute dort gezwungen fühlen, dorthin zu kommen und sich sehr unwohl fühlen. Sogar die 5 Weisen scheinen nicht 100% treu gegenüber Imu zu sein, und wenn Imu mal nicht zuhört, reden sie höchstwahrscheinlich schlecht über Imu oder bezweifeln, dass Imu ein guter Herrscher ist. Das heißt, dass Imu kein Mensch ist, der gut führen kann und generell sogar seine eigenen Leute ihn hintergehen könnten. Das ist der wahre Grund, warum Imu sich verdeckt hält. Imu im Gespräch mit König Cobra nennt sie selber Mu, das Nichts. Also er sieht sie selber als Nichts. Obwohl er der König der Welt ist und sogar die Gorosei ihn Gott nennen, sieht Imu-sama sich als Nichts, also als wertlos, als jemand, der keine Macht hat, obwohl er auf dem leeren Thron sitzt und eigentlich der König der Welt sein sollte. Wozu führt die Reise von Imu-sama? Er kann sich auf den leeren Thron von Pangea setzen. Er hat unter sich die 5 Weisen, die Holy Knights, die CP-Einheiten. Er hat die Marine als Streitmacht. Doch was kann er damit anfangen, außer Kriege zu führen? Wann kann sich denn Imu auf dem Thron ausruhen? Wenn Imu-sama es schafft, jedes Königreich zu unterwerfen, jedes Königreich dazu zu bringen, der Weltregierung beizutreten, ist immer noch nicht die Struktur bzw. das Fundament geschaffen, das Imu sich zeigt. Denn sogar wenn jedes Königreich auf einmal anfängt, die Dinge zu tun, die die Weltregierung sagt, den himmlischen Tributzahlen etc., heißt das ja nicht, dass Imu sicher ist. Wenn Imu sich zeigen sollte, könnte es ja sein, dass die Königreiche anfangen zu rebellieren und nicht mehr akzeptieren, ey, da gibt's doch jemanden, der über uns herrscht. Warum kann er über uns herrschen? Ich will auch über die Welt herrschen. Die Könige, es hat einen Grund, warum es Könige gibt. Die Könige herrschen über ihre eigenen Länder und wollen eigentlich immer mehr Macht gewinnen. Jedes Königreich will irgendwo mehr Macht. Natürlich gibt es die bescheidenen Bosse, die bescheidenen Könige wie König Riku, König Cobra, König Neptun, die nicht hinter mehr Macht her sind. Aber es gibt Königreiche, die Könige haben, die genau so sind und mehr Macht wollen, mehr Kriege führen wollen, um andere Königreiche einzunehmen, und deshalb ist Imu nicht sicher. Egal, auch wenn die gesamte Welt, alle Königreiche unter der Weltregierung unterstellt sind, kann das passieren, was wir jetzt gerade sehen, und zwar eine Revolution. Die Königreiche, die nicht mehr gehorchen wollen, stellen sich dann einfach so gegen die Weltregierung und es beginnt ein riesiger Krieg, also ein ganzer Weltkrieg, nur weil Imu sich gezeigt hat. Also Imu kann sich niemals zeigen. Außer Imu geht wirklich das Risiko und sagt, wenn ich jetzt die gesamte Welt eingenommen habe oder einnehmen will, dann zeige ich mich. Ich zeige mich, und der gehorchen will, der gehorcht. Wer nicht gehorchen will, der wird meine Macht zu spüren bekommen, und das ist, denke ich, auch das, wozu das alles hier führen wird, was Imu bewerkstelligt, denn Imu selber ist mental nicht mehr auf einem Level, dass er sagen kann, dass er rational denken kann. Er hat gecheckt, dass seine Art und Weise zu regieren die falsche Weise ist, aber er ist da jetzt so stark verstrickt,
dass er seinen eigenen Fehler nicht akzeptieren wird und das Ganze so weit treiben wird, dass viele Menschen zu Opfer werden von seiner Herrschaft. Viele Menschen werden im finalen Krieg sterben. Viele Menschen müssen leiden, damit Imusama noch irgendwie aus der Sache rauskommt. Und da ist natürlich Ruffy sehr, sehr wichtig. Ne? Ruffy ist der Joyboy, der gegen Imu kämpfen wird und ihn besiegen wird und Imu klar machen wird, du konntest jederzeit raus, du konntest jederzeit das Ganze ändern. Du musst nicht weitermachen, weil du dich gezwungen fühlst, weil du deinen Fehler nicht akzeptieren willst. Du könntest jederzeit meine Hilfe bekommen, weil Imu, Joyboy, die kannten sich schon im Voraus und ich denke, sowas ähnliches werden wir auch als Szene bekommen, weil Ruffy wird Imu nicht töten. Das ist für mich ein Fakt, dass Ruffy Imu nicht töten wird. Denn Imus Traum ist es, der König der Welt zu werden und Ruffy wird diesen Traum brechen und ihnen zeigen, es gibt keinen König der Welt. Ich bezweifle gar nicht mehr, dass Imusama aktuell die stärkste Person in One Piece ist. Seitdem Imu mit dem Pfeil Sabo durchbohrt hat und ihn fast damit getötet hat, kann, denke ich mal, keiner mehr was anderes beweisen. Egal ob ein Roger, ein Whitebeard, ein Shiki, ein Blackbeard, ein Shanks, keiner von ihnen ist Imu gewachsen. Imu ist das Nonplusultra, was One Piece mit den Power Levels zu bieten hat. Sogar die fünf Weisen, die als Kriegsgötter betitelt werden, sind Imu unterstellt und können ihn nicht besiegen. Nicht jedes Mitglied der fünf Weisen sollte gleich stark sein. Ich denke, man sollte das so wie eine Piratenbande betrachten. Jeder der fünf Weisen ist unterschiedlich stark. Es gibt natürlich die rechte Hand von Imu, den stärksten Gorosei. Entweder ist das meiner Meinung nach Nasjuro oder San Marcos Mars. Sogar die rechte Hand sollte nicht stark genug sein, um Imu wirklich Probleme zu bereiten. Wir haben ja gesehen, bei Kaido, King war schon deutlich schwächer als Kaido. Also Kaido hätte zwei Kings gleichzeitig sogar besiegen können. Deshalb sehen wir auf jeden Fall, was für ein krasser Unterschied dort zwischen Imu und den Gorosei herrschen sollte. Die Teufelsfrucht von Imusama wird sehr wichtig. Egal ob es jetzt symbolisch oder kräftetechnisch ist, es ist eine Teufelsfrucht, die wir behandeln müssen. Und zwar hat Sabo gesagt, ich hätte nicht gerechnet, dass die Hölle hier oben auf Erden herrscht, als ich euch angegriffen habe. Es ist krank, weil alle haben sich in Höllenkreaturen verwandelt und Imusama ebenfalls. Man kann jetzt ganz klar einen Unterschied zwischen Imu und Joyboy feststellen. Joyboy stellt quasi die Sonne dar, Sonnengott Nika dar und Ruffy ist gerade Joyboy und hat die Nika-Frucht und kann sich jetzt gerade in Nika verwandeln. Er ist aber dennoch mit der Sonne sehr stark connected, symbolisch. Jetzt ist Imu an der Reihe. Ich denke, das Gegenteil von der Sonne könnte nicht besser definiert werden als der Mond. Der Mond und die Sonne, das sind halt wirklich essentiell wichtige Dinge für die Welt. Und wenn jetzt hier Imu eine Teufelsfrucht hat, die mit dem Mond zusammenhängt und diese Frucht hat ähnliche Fähigkeiten wie Ruffys Frucht, dann wäre das meiner Meinung nach passend. Ruffys Teufelsfrucht kann in Wahrheit die Realität beeinflussen, aber im Positiven. Also Ruffys Einfluss war bisher nur positiv, die Frucht ist auf jeden Fall positiv. Die Frucht von Imusama mit dem Mond als Symbol wird natürlich den negativen Einfluss haben, was wir ja auch gesehen haben. Sabo meinte, es ist hier so wie in der Hölle. Und Imusama kann halt die Realität beeinflussen, aber eher im negativen Stil. Das heißt, Albträume schaffen. Ruffy kann Träume schaffen und Imusama kann Albträume schaffen. Das ist auch vielleicht eine kleine Hommage an alte Arcs. Ich sag nur Füllerbug, wo Ruffy seine Nightmare-Form einnimmt. Das ist vielleicht ein kleiner Teaser darauf. Apropos symbolisch, es würde auch zum leeren Thron passen. Wir haben drei verschiedene Zugänge zum leeren Thron, wenn man hoch will. Rechts vom leeren Thron ist der Raum, wo die Sonne scheint durch den Sonnenbaum Eve, wo wir Imusama öfter schon gesehen haben. Ich denke, er verbringt dort sehr viel Zeit, weil er sich erinnert an Joyboy. Wir haben ja auch gesehen, dass Imu zum Beispiel den Strohhut sich angeschaut hat. Das ist natürlich ein anderer Raum. Das ist ein Raum, der finster ist und das ist, denke ich mal, auf der linken Seite und das steht halt für den Mond. Rechts also die Sonne, links der Mond und in der Mitte ist halt ein weiterer Charakter, das habe ich auch im God Valley Video gesagt. Es ist nämlich Blackbeard. Wenn Blackbeard sich auf den Thron setzen würde, dann haben wir auf seiner linken Seite natürlich die Erdbebenfrucht, die das Licht präsentiert und das Licht ist halt auf dieser Seite, ne, mit dem Sonnenbaum Eve. Rechts die Finsternis, der Mond ist finster und dieser Raum, den Imusama betreten hat mit dem Strohhut, war ebenfalls finster.
Ich bin gespannt, wie das Aufeinandertreffen zwischen zwei erweckten Teufelsfrüchten, die die Gegensätze voneinander sind, aussehen wird. Ruffy erschafft Träume, Imo Alträume. Ist dann vielleicht das, was übrig bleibt, die Realität? Der Name Nerona von der Familie von Imu kann auch anders definiert werden. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Namen zu schreiben. Und eine Möglichkeit zeigt uns eine Kreatur, die Nureona heißt. Und das ist einfach mal eine Schlange mit einem Kopf, also mit einem menschlichen Kopf. Das Ganze erinnert natürlich sehr stark an die ganze Diskussion rund um die Red Line, dass die Red Line ein lebendes Wesen ist. Boogie und Woogie haben damals gesagt, wir können nicht alles zerschlagen. Die im Blut getränkte Schlange können wir zum Beispiel nicht besiegen. Und eventuell ist das eine Anspielung auf die Weltenschlange, die in Wahrheit die Red Line ist. Und vielleicht ist die Weltenschlange die stärkste Altraumkreatur, die Imusama geschaffen hat. Und diese Kreatur wurde versteinert und wird im Finale wiedererweckt. Und Imu wird dann besiegt und die Red Line, also diese Weltenschlange, wird dann auch besiegt, womit Madame Shirley dann auch recht behalten sollte. Es ist so, dass Ruffy ein sehr besonderer Protagonist ist. So einen Protagonisten findest du in keinem anderen Anime und Manga. Der Mann sagt das, was er denkt, und er bringt Menschen dazu, das zu tun, was sie wollen. Erinnert euch an die Szenen, wie zum Beispiel als Chopper gesagt hat, ich bin nicht mal ein Mensch, wie soll ich mit euch befreundet sein? Ruffy hat geschrien, lass uns gemeinsam reisen. Chopper musste weinen, weil in ihm drin war er eigentlich dazu gewillt, mitzureisen. Er wollte mit. Ruffy hat dann halt das aus ihm rausgeholt, was er wirklich will, und schlussendlich wurden sie Freunde. Nico Robin wollte nicht leben, hat Ruffy gesagt, lass mich zurück in den Katakomben in Alabaster. Ruffy hat sie mitgenommen. Später hat Robin ihre Meinung geändert. In Inis Lobby schrie sie, ich will leben. Ruffy hat also das rausgeholt, was Robin wirklich will, aus Robin. Genauso ist es auch mit seinen Antagonisten, die er bekämpft. Ich denke, dass Ruffy aus Imu die Wahrheit rausholen wird. Aus Imu die wahren Beweggründe rausholen wird. Und Imu dann auch erkennt, was sie oder er wirklich wollte. Ja, Freunde, Ruffy ist ein extrem heftiger Charakter. Es ist halt kein Zufall, dass One Piece so stark gehypt wird. Weil, schaut mal, wir haben jetzt 40 Minuten über das Thema geredet. Imu, Gorosei und Weltregierung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um weiterhin nichts zu One Piece zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal auf Kozuki One Piece.